Der Krieg in der Ukraine ist natürlich auch für Anleger ein Schock, aber die Börsen haben sich schon wieder erholt und man hört jetzt auch immer öfter, dass Kriegszeiten nicht unbedingt schlechte Börsenphasen sein müssen, sondern dass es sogar ziemlich oft gute Börsenphasen sind. Wir schauen uns heute an, wie das in der Vergangenheit war und ob man das übertragen kann auf heute. Willkommen bei Vergangenheitsmärkte. Buy the dip, kauf den Kursrücksetzer, das große Motto der letzten Jahre. Kursrücksetzer muss man kaufen. Und auch im Ukraine-Krieg, jetzt hat sich daran anscheinend nicht viel geändert, mit dem kleinen Unterschied, wie die Bank of America so schön gesagt hat neulich, aus Buy the dip ist jetzt geworden Buy the invasion, kauf die Invasion. Die Krise hat sich zugespitzt, die Börsen sind gefallen, dann ist Russland wirklich einmarschiert in der Ukraine, die Börsen sind weitergefallen. Das war dann aber anscheinend schon wieder die große Kaufgelegenheit. 2 Wochen später war das Tief schon erreicht und wenn wir den Tag vom russischen Einmarsch in der Ukraine nehmen als Referenztag, dann liegen die meisten großen Indizes jetzt schon wieder über diesem Niveau. Hier der breite amerikanische S&P 500 Index, zum Beispiel jetzt einfach mal die letzten 3 Monate. Am 24. Februar ist Russland da einmarschiert, hier rot eingekringelt. Beim S&P 500 Index ist das Ganze besonders eklatant, weil der ja schon die Tage danach nicht mehr großartig gefallen ist. Aber es ist auch ähnlich vom Muster her beim DAX oder beim Eurostoxx und sogar auch beim Nasdaq Index mit den vielen Technologietiteln, die der ja hat, wo die man ja eigentlich schon totgesagt hat. Gerade da haben wir jetzt plötzlich auch wieder eine deutlich höhere Risikoneigung. Oder nehmen Sie die berühmten Meme-Stocks, Sachen wie GameStop, 35% im Plus auf Sicht von einem Monat, AMC Entertainment, das gleiche. Und halten Sie sich fest, sogar der Bitcoin steigt wieder aus seinem Grab. Alles unter Schwankungen natürlich, aber unterm Strich muss man sagen, so gut lief es schon seit Monaten nicht mehr an den Börsen. Der Ukraine-Krieg ist offenbar was, das den Börsen mal wieder so richtig gut tut, was uns automatisch zu der Frage führt natürlich, erstens, ist das gerechtfertigt und zweitens, steckt da vielleicht sogar so eine Art Marktlogik dahinter? Das hört man nämlich auch immer öfter. Kriege sind schlimm, aber als Anleger muss man sie nicht fürchten. Der Schock sitzt erstmal tief, alles sieht erstmal zappenduster aus zwar, aber die Börsen haben das meistens dann wieder schnell verdaut, erholen sich schnell und unterm Strich seien Kriege sogar ziemlich gute Börsenphasen. Das wird uns allgemein versichert. Hier ist eine Tabelle vom Münchner Vermögensverwalter Gerd Kommer. Kriege der jüngeren Vergangenheit und rechts dann jeweils die kumulierte globale Aktienmarktrendite während der Dauer dieser Kriege. Der Erste Weltkrieg, das war noch ein Ausreißer nach unten mit -22%. Unterm Strich, da gab es wahrscheinlich noch keine ETF-Sparpläne. Zweiter Weltkrieg dann aber unterm Strich +73% in dieser Zeit. Koreakrieg +28%, Vietnamkrieg, zum Vietnamkrieg sage ich gleich noch was, +145% und so weiter. So dass man eigentlich ja klassisch sagen könnte, kaufen, wenn die Kanonen donnern, beziehungsweise lassen wir doch unser Geld nicht einfach nur für uns arbeiten, sondern schicken wir es doch gleich an die Front. Gerd Kommer muss ich wahrscheinlich nicht vorstellen hier. Und gut, also es mag für den einen oder anderen vielleicht zynisch klingen, das ist aber auch alles nicht so gemeint. Also es geht hier nicht darum, dass irgendjemand sagt, wie toll das jetzt wieder Krieg ist oder sowas, sondern es geht ja einfach nur um die Erkenntnis, dass die Marktdynamik in solchen Zeiten vielleicht eben nicht unbedingt so ist, wie man das erwarten würde. Und das ist wichtig, weil man dann eben als Anleger den Schluss ziehen könnte, dass es wie so oft bei Ereignissen, auch bei Ereignissen, die extrem sind, nicht unbedingt sinnvoll ist, dass man sein Vorgehen ändert, weil der Markt ja eben anders reagieren könnte, als man das denken würde.
Die Erholung der letzten Wochen, ich bin da schon mal drauf eingegangen in meinem Video hier vor 2 Wochen zur inversen Zinskurve. Inzwischen ist sie im Übrigen auch invertiert in vieler Hinsicht. Also 2-jährige US-Staatsanleihen bringen jetzt genauso viel wie 10-jährige Stand Freitag und 5-jährige bringen mehr als 30-jährige, was durchaus bedenklich ist, was die Konjunkturerwartungen betrifft. Und ich habe auch kurz in diesem Video schon die Charts da gezeigt aus dem Zweiten Weltkrieg. Die zeige ich heute nochmal mit Blick drauf, ob man die Erfahrungen von damals, ob man das anwenden kann auf die Situation heute. Zur Erinnerung vorher noch kurz, morgen kriegen Sie von uns einen neuen Zukunftsmärkte-Report. Da geht es um China-Aktien. Chinesische Aktien haben sich ja die letzten Wochen besonders stark erholt. Mit einem Plus von über 25% beim Hang Seng China Enterprises Index und sogar über 40% beim Nasdaq Golden Dragon Index. Nachdem sie, das muss man allerdings auch sagen, nachdem sie über ein Jahr lang massiv auch unter Druck gestanden sind. Das ist also eine Sondersituation, die wir haben in China. Viele sehen das als Signal, dass jetzt das Tief erreicht sein könnte und wir dröseln darum jetzt nochmal auf, wo stehen wir da, was spricht jetzt für chinesische Aktien, was spricht gegen chinesische Aktien. Die Reports von uns sind gratis, dieser Report geht eben morgen raus, also wenn Sie es noch nicht gemacht haben, einfach noch schnell eintragen dafür, das müssen Sie einmal machen auf www.zukunfts-märkte.de. Der Link dafür ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Zurück zum Krieg und den Börsen. Ich habe es letztes Mal schon gesagt, also bei diesen Daten, die da immer gezeigt werden, da muss man schon einschränken auch, die sind oft stark USA zentriert und damit eben auch aus der Perspektive von Anlegern, die in der Regel von diesen Kriegen selbst nicht betroffen waren, sondern die haben die eben mehr oder weniger verfolgt vom Lehnsessel aus. Es wird jetzt nicht so oft gesagt, was einem deutschen Anleger noch geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Genauso wie jetzt ja auch die Situation, wie ist die Situation jetzt mit ukrainischen Aktien und russischen Aktien, ist auch wieder anders. Das ist auch klar. Es wird meistens ausgegangen von einem breit diversifizierten internationalen Anleger. Allerdings natürlich auch beim Ukraine-Krieg diesmal ist davon auszugehen, dass es die meisten dieser Anleger direkt auch wieder mal nicht betrifft. Erstmal zumindest jetzt mal abgesehen von der Heizkostenabrechnung. Das ist wieder der Dow Jones Index von 1935 bis 1950 aus dem Buch von Barton Biggs, Wealth, War and Wisdom, ein Klassiker aus dem Jahr 2009. Ich habe den Chart hier von der Seite von Investment Office. Ich habe außerdem diesmal noch eingezeichnet die roten Linien hier, Kriegsbeginn September 39, Kriegseintritt der USA Dezember 41 und Kriegsende September 45. Ohne Zweifel einer der schlimmsten Kriege aller Zeiten und für die USA auch der teuerste Krieg aller Zeiten relativ zur Wirtschaftsleistung. Und wir sehen hier schon den Verlauf, von dem viele ja heute sagen, das ist sehr typisch. Die schlimmste Phase sind die ersten 2 Jahre, wo die USA eigentlich ja noch gar nicht teilnehmen, sondern wo sich für die das nur alles zusammenbraut. So, es kommen die deutschen Siege und alles wird immer schlimmer und man rutscht auch selber immer mehr in diese ganze Sache rein. Und als die USA dann aber wirklich eintreten in den Krieg, da ist es an den Börsen schon so gut wie gelaufen für die. In ein paar Wochen geht es noch runter, aber der Markt ist schon so am Boden dann, dass er die restlichen 3 Jahre fast durchgehend steigt und er steigt umso stärker auch, je mehr sich dann nach und nach auch zeigt, dass die Alliierten den Krieg wahrscheinlich gewinnen. Und vor allem, er ist am Ende auch deutlich höher als vor dem Krieg. Nur, als man dann gewonnen hat und als der Krieg dann aus ist und als man eigentlich sagen könnte, jetzt kommen wieder die guten Zeiten, da ist das Hoch dann auch schon mehr oder weniger erreicht gewesen, da geht es dann wieder runter und es kommt der Nachkriegsblues, wie das hier genannt wird. Ist alles sehr bezeichnend. Der Markt hat also
Ja, sehr viel, sehr früh, da schon vorweggenommen. Er steigt eben wirklich schon ab Ende 41 und zwar stark, obwohl die USA 3 schreckliche Jahre noch vor sich haben. Er war natürlich schon weit unten, aber er hat die schlimme aktuelle Lage dann doch eben abschütteln können und weit vorausgedacht in die bessere Zukunft. Und das können wir, glaube ich, schon mitnehmen. Nur ist es wirklich vergleichbar mit heute? Vom Ausmaß her natürlich war das Ganze völlig anders. Wo es vielleicht Ähnlichkeiten gibt, das ist die Inflationsentwicklung durchaus. Also kriegsbedingte Inflation war damals auch sehr hoch, die war Ende 46 bei 28%. Was wir aber auch gehabt haben damals, das war eine Produktionsschlacht, ein starkes Geldmengenwachstum, eine immense Staatsverschuldung. Und dadurch natürlich aber auch ein hohes Wirtschaftswachstum. Es war also auch ein Konjunkturprogramm, das Ganze. Und jetzt in der Krise zum Beispiel der deutsche Rekordschuldenhaushalt und solche Sachen oder die Bundeswehraufrüstung, auch das sind natürlich auch Konjunkturprogramme, zumindest in der Wirkung jetzt, weil dadurch fließt eben auch extra Geld ins System. Das Wesen von einem Krieg ist immer ja auch irgendwie, dass da Regeln gebrochen werden können, eben von den Regierungen auch, also durch diese Sondersituationen, dass man da Dinge machen kann und Dinge begründen kann, wo vorher jeder gesagt hätte, ja, sind die völlig wahnsinnig. Das Ganze im Guten wie im Schlechten natürlich. Aber der entscheidende Unterschied zu damals, finanzmarktseitig, das ist eben, die USA sind damals aus einer langen, unglaublich schweren Depression rausgekommen. Wir haben da gehabt jahrelang Massenarbeitslosigkeit, Unterauslastung, Deflation und niedrige Börsen. Von daher kann man sagen, der große Weltkrieg und die große Materialschlacht damals, das kam den Börsen gerade recht. Bei uns kann davon aber jetzt nicht unbedingt die Rede sein, weil bei uns war ja schon vor dem Ukraine-Krieg hoher Inflationsdruck in Kombination mit Engpässen. Der Krieg ist also jetzt hier kein Befreiungsschlag, der uns jetzt aus der Deflation ziehen würde, sondern wir haben Inflationsdruck, der jetzt noch deutlich verstärkt wird. Wie war es im Koreakrieg 1950 bis 1953? Auch ein brutaler Krieg, auch wenn er heute fast vergessen ist. Und er war auch dieser Krieg war für die meisten Amerikaner aber auch was, das weit, weit weg war natürlich. Mit einem Inflationsschub damals auch nochmal, sogar mit Lohn- und Preiskontrollen in den USA, Kommunismus pur damals, mitten in der McCarthy-Ära. Aber eben auch wieder ein Aufschwung durch hohe Rüstungsausgaben. Und das Ganze ja sowieso auch in den starken Boom, den wir sowieso gehabt haben in den 50er Jahren. Insofern, der Anstieg damals am Aktienmarkt in dieser Phase, der war nicht unbedingt ungewöhnlich. Der Krieg war auch sehr wahrscheinlich dafür jetzt gar nicht so entscheidend. Beim Vietnamkrieg, da ist es die Frage, wo man den ansetzt. Bei Gerd Kommer geht er 20 Jahre lang von 1955 bis 1975, dadurch auch ein sehr hoher Aktienmarktanstieg. Das ist alles nicht falsch, wie man den ansetzt. Ich würde ihn aber eher begrenzen von 1965 bis 1973, nämlich Kriegseintritt und Kriegsaustritt der USA. Und da steigt der Markt eben nicht mehr so wirklich. Es knirscht da langsam. Der Krieg ist teuer, die Verschuldung steigt, die Inflation steigt. Das wird aber nicht mehr flankiert von einem hohen Wachstum, weil der Boom ausläuft. Und dann bricht der Goldstandard zusammen, Bretton Woods bricht zusammen und dann auch noch der Ölpreisschock von 1973. Und der Dow Jones Index hier von 1965 bis 73, das ist eben nicht mehr so glorreich. Also sowas gibt es schon auch. Längere Marktphasen, in denen man nichts verdient. Der Chart ist von der Seite von Finanzen nett. Das Schöne daran ist da finden Sie wirklich ein paar Indizes, die Sie sich anschauen können, da wirklich über lange Zeiträume. Und diese Belastungen aber, die wir damals gehabt haben, die wirken sich die Jahre danach auch noch aus. Wir können also auch noch ein paar Jahre drauf tun, bis 81. Die Inflation steigt weiter, der Dow steigt nicht weiter. 16 Börsenjahre unterm Strich ohne Zuwachs nach Eintritt in den Vietnamkrieg. Nicht nur wegen dem Krieg, aber eben auch.
Ein Krieg, der geführt worden ist und auf die Märkte getroffen ist in der späten Phase im Nachkriegserholungszyklus und nach einer Rallye vom Dow Jones Index seit 1941 von 650%. Und das ist, glaube ich, eine Konstellation, die kommt uns heute schon eher ein bisschen bekannt vor als die Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Man kann das auch nicht vergleichen, natürlich 1:1, aber wir haben heute schon auch eine Überdehnung zum Beispiel der Staatsverschuldung an vielen Stellen, eine relativ hohe Inflation wieder, Sorgen, dass das Wachstum zurückgeht und vor allem, wir haben das ja schon vor diesem Krieg jetzt gehabt, es hat auch die Börsen schon vor diesem Krieg jetzt belastet und all diese Belastungen, die werden durch den Krieg jetzt eben verstärkt. Also was ist von der Erholung jetzt zu halten? Hier diesmal der DAX hier auf ein Jahr wieder mit dem Kringelangriff auf die Ukraine. Die Charttechnik, die gibt im Moment nicht so viel her. Klar, es ist eine Unterstützung nach unten durchbrochen worden im Februar. Jetzt wieder die Erholung und es gibt jetzt eben die einen, die sagen, das ist jetzt eine Bärenmarkt-Rallye in einer übergeordneten Abwärtsbewegung, also einfach eine Gegenreaktion, das Ganze nicht zu ernst nehmen. Die anderen sagen aber, die Korrektur vorher, das war die Gegenreaktion auf den noch übergeordneteren Aufwärtstrend. Also insofern ist es schon schwierig mit Charttechnik im Moment. Aber fundamental muss ich sagen, mich überzeugt diese Erholung nicht so richtig, weil wie gesagt, der Markt ist ja schon vorher belastet worden von einer Konstellation, in der sich Inflationssorgen und Wachstumssorgen aufgespreizt haben und das verstärkt sich jetzt eben noch erheblich und das ist morgen nicht vorbei, weil selbst wenn es in der Ukraine jetzt Verhandlungserfolge geben sollte, vielleicht sogar ein Waffenstillstand, was wir ja hoffen. Das wird aber dann auch nicht das Ende aller Sanktionen sein, sehr wahrscheinlich. Und der Stagflationsdruck im Moment, der kommt durch die Sanktionen in erster Linie und nicht durch den Krieg selbst. Aber wir haben eben auch nicht im Moment diese vielbeschworene Konstellation wie zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, dass die Börsen vorher schon stark gefallen sind. So weit sind wir eben doch noch nicht, sondern wir sind ja immer noch in der Nähe von den langjährigen Rekordständen nach einer 40-jährigen Rallye auch. Insofern, dass die Stimmung gut ist im Moment an den Börsen, auch jetzt, und dass wir da keine Panik haben und nichts, das ist schön, das ist auch erfreulich. Ich wäre aber trotzdem ein bisschen vorsichtig im Moment, vielleicht gerade drum. Ich befürchte, dass da diese beide Dip-Mentalität, die wir haben, dass die die neuen Verhältnisse noch nicht so richtig erfasst hat und dass sich vor allem Kleinanleger gerade Illusionen machen, möglicherweise, was jetzt mutmaßlich schon alles eingepreist sei. So viel ist meiner Meinung nach noch nicht eingepreist. Und jetzt warten Sie mal, wenn sich da jetzt in der Ukraine nichts Wesentliches ändert die nächsten Monate. Und wenn wir dann reinkommen, so in Frühsommer und Sommer, wo die Börsen ja sowieso oft schwächer sind auch. Und wenn wir dann, ob wir dann eben nicht nochmal, ja, einknicken. Und zwar diesmal vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst. Ich weiß es natürlich auch nicht, ob es wirklich so kommt. Ich persönlich würde aber eben schon ein bisschen Risiko rausnehmen im Moment. In dem Video zur Zinskurve, da habe ich ja Hinweise auch schon gegeben, wo man vielleicht eben noch ein bisschen drehen könnte an den Stellschrauben im Depot. Ich habe durchaus Respekt vor der Haltung, muss ich sagen, dass man sagt, man soll als Anleger in seiner Strategie sich von nichts abbringen lassen. Und das gilt auch umso mehr, je langfristiger das Ganze angelegt ist und je mehr Zeit man eben auch hat. Das ist aber bei jedem anders. Von daher würde ich sagen, ja, man soll nicht panisch reagieren, aber es ist vielleicht eben auch übertrieben, wenn man auf wichtige Ereignisse gar nicht reagiert. Und was ich nach wie vor nicht glaube, ist, dass es feste Regeln geben würde an der Börse, wo wir ableiten könnten aus der Vergangenheit, dass wir dann von vornherein sagen könnten, wenn die Lage so und so passiert, so und so ist, dann passiert das und das, sondern es greift ausschließlich die von mir viel zitierte Börsenregel Nummer 1 hier wieder, die da lautet,
Es kommt immer drauf an. Nichts im Leben wiederholt sich, außer hier am Videoende die schlechten Witze. Und wenn Sie die aber trotzdem immer und immer wieder hören wollen, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall ein Kanalabo hier. Dabei dann auch die Glocke drücken, die Benachrichtigung, wenn neue Videos da sind. Und abgesehen davon unterstützen Sie mich damit auch. Und denken Sie natürlich auch noch an unseren gratis Zukunftsmärkte-Report China Pro und Contra. Dieser Report geht morgen raus. Anmelden dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.